So. Ach genau, ich wollte hier auch, Moment. Dschungel-Playlist habe ich nämlich extra. Ich weiß jetzt gerade nicht, was daran jetzt Dschungel ist hier, was gerade läuft. Das hört sich eher nach Tatort an oder so, aber... Oder? Ist das überhaupt die Dschungel-Playlist? Moment. Ah, Dschungel und... ja, das ist eine Playlist, die ist für Dschungel und für den Sumpf geeignet. Das ist meine Dschungel-Sumpf-Playlist. Und das Lied ist allerdings auch schon in den anderen Playlists drin, warum auch immer. Deswegen tue ich mal weiter skippen. So. Und das dürfte genau Gothic 3 sein. Und das ist der Wüsten-Soundtrack, aber der ist in Wüste und im Dschungel drin, weil der einfach so exotisch ist und das gefällt mir. So. Zack. Und dann gehen wir mal weiter. Hier haben wir noch viel zu tun. Auf jeden. So, zack, 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 zack. Dann haben wir hier schon so ein... Der ist jetzt zwar 3 breit, der Weg, da muss dann natürlich noch ein bisschen ran. Und der ist auch total schief, aber das ist ja egal. Das, naja, das kann man ja später noch verbreitern, wie man will. Wie man lustig ist, sozusagen. Und da kommen wir jetzt auch gleich schon an den ersten richtigen Baum, wo wir mal ein bisschen Holz bekommen. So, mach das mal hier mit weiter. So, zack. Und dann hole ich mal hier. Ach nee, das ist gar nicht. Das ist gar nicht der Wüsten-Soundtrack. Das ist. Ich rede auch hier wieder gequillten Dünsches. Das ist. Die. Doch, das ist Desert Sun. Tatsache. Dann war es doch die Wüste. Ich rede doch keine gequillte Scheiße. Das ist natürlich sehr gut. Das stimmt auch total. Ja, worüber kann ich denn jetzt schon wieder reden? Ich bin hier gerade schon wieder in Themennot. Themennot. Ich bin in Themennot. Das ist so ein Ort. Ne, da sind bekannte Let's Player, gehen da immer frühstücken oder so. Das heißt Themennot. Naja, egal. So. Vor allem zähle ich mich auch zu den bekannten Let's Player mit 20 Abonnenten. Das ist einfach Rekord. Also auf YouTube gibt es sowas kein zweites Mal. Das ist einfach hier, weil ich so Fame bin. Spreche ich halt von mir in der dritten Person, ne? Und so. Ich habe auch immer zu Hause habe ich eine Krone auf und wird jedes Mal ein roter Teppich hier ausgerollt, wenn ich durchs Haus stolziere. So. Guckt einmal, da sind Schafe. Und die sind gefangen genommen oder einfach nur zu blöd. Nee, sie sind einfach nur zu blöd. Ja, Tatsache. So. Hier haben wir schon noch einen Baum. Zack, 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 zack. Und ich wette, da kommen wir jetzt nicht dran. Da war ja klar. Mache ich mal so. Zack, zack. Und zack, zack. Und dann hier noch den letzten Stumpf weg. So. Und hier noch kurz die Kakaobohnen einsammeln. Damit können wir nämlich jetzt viel machen. Und den Apfel hätte ich auch gerne. Super. So, kommt da hinten vielleicht schon... Ah, guck mal da, da kommt ein interessantes Wässerchen. Da gehe ich mal gerade so hin. Ich habe nämlich gar keine Lust mehr auf diesen Weg. Das war irgendwie ein dämlicher Vorschlag von mir. So, hier haben wir Wasser. Und da ist eine Höhle, oder? Ja, da ist wirklich eine Höhle. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Haben wir... Ja, ich gehe jetzt einfach mal da rein. Schaden wird's nicht. So, meine altbekannte Regel, die Fackeln immer an die rechte Seite machen. Oi, 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 oi. Oi, oi. Und die Höhle ist doch größer, als ich gedacht hatte. So, erstmal gehe ich hier den Kies schaufeln. Und schon fängt wieder die Angst bei mir an, dass hier irgendwo ein Creeper ist. Das ist immer meine größte Sorge, wenn ich irgendwo was abbaue, dass hinter mir ein Creeper explodiert. Das habe ich so, als psychischen Schock oder als psychisches Merkmal mitgenommen, als in Folge
Schlag mich tot von Gronkhs Minecraft LP, als er an dieser Kiste stand und das ist schon so ewig her, ne? Der stand da und dann wollte er sich einen Bogen machen, meine ich war das, ja, ein Bogen war das und dann wusste er nicht mehr, was geht, dann stellt er sich hin und auf einmal Pang und während er an der Werkbank ist, fliegt ihm so ein Creeper in die Luft und was hatten wir dann da? Was hatte er denn dabei? Da hatten wir irgendwie Diamanten, glaube ich, hatten wir schon gesammelt. Und jetzt habe ich gerade erschrocken. Ich war gerade in Gedanken vertieft. Arsch. Zack. So. Ach, das passt natürlich jetzt auch. Hallo. Keine Aggressivitäten hier. Oh, jetzt habe ich die Fledermaus getroffen. Das war natürlich sehr schlau. Die tut mir auch so viel. Na komm. Na komm. Na komm. Guten Tag. Ups. Pau, pau, pau. Oh, da unten ist eine Spider-Man. Eine Spinne, die spinnt doch ein bisschen. Ich wollte hier die... Das ist die richtige. Oh, jetzt kann ich hier nicht. Moment, ich muss hier wieder Licht anmachen. Doch, das ist die Höhlen-Playlist. So. Dann mache ich Licht wieder. So, Licht wieder aus. Damit es schön gruselig bleibt. Gruselig. Oh. Ja, ich bin ein leicht zu erschreckender Mensch. Merkt man gar nicht, ne? Sehr gut. Und so Musik unterstützt sowas auch immer. Creeper. Ich. Wow. Kabusch. Oh, und der nächste. Bleibt mir vom Leibe. Kedischk. Okay, das waren zwei Creeper. Noch einer? Das Problem ist immer, wenn man dann gucken geht und der dann da ist, dann explodiert er sofort und dann ist man tot. Das ist immer das Problem bei Creepern. Da stirbt man dann manchmal. Das ist dann nicht so gut. Vor allem nicht für den Fortschritt. Wo man ja sowieso immer schon Probleme hat. Und dann ist das... da kommt schon direkt der nächste. Wusste ich's doch. Zack, zack. Und die Ledermaus ist Geschichte. Und der Creeper auch. Da kriegen wir jetzt leider nicht die ganzen Erfahrungspunkte. Das ist. Ach, wir sind schon Level 30. Mensch, haben wir uns die letzten Male schon reingezockt an die Level. So. Das ist natürlich jetzt auch super, wenn jetzt da oben einer ist. Und da ist natürlich ein Creeper. Was soll es auch sonst sein? Da könnte alles Mögliche sein. Aber was kommt ein Creeper? So, den haben wir. Dann geht's jetzt da hoch. Irgendwelche Mineralien ignoriere ich jetzt erstmal. Das hole ich später nach. Da ist das Wasser. So. Dann haben wir hier einmal einen Zombie. Den lieben Zombie. Oder Zombie. Ich sag mal Zombie. Ich weiß gar nicht, warum ich immer Zombie sage. Es gab, glaube ich, mal irgendwo in irgendeinem Forum, Mitglied, das hieß Zombie. Oder irgendein. War das irgendein Crack? Nee. Keine Ahnung. Irgendwas hieß mal Zombie und deswegen sage ich immer zu allem Zombie. Zumba, 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 da. Zumba, 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 da. Und das ist auch total wunderbare Höhlenmusik. Das Lied geht, glaube ich, ja, es geht 10 Minuten lang. Das heißt, da mache ich jetzt mal weiter. Das, würde ich ja gerne dran lassen, weil das macht natürlich so eine... Spawner, tschüss, tschüss. Das würde ich natürlich gerne dran lassen. Weil es natürlich ein sehr cooles Lied ist. Also es macht auch eine sehr gute Atmosphäre. Also es ist aber eben nicht ein gutes Lied. Es ist eigentlich ein totales Scheißlied für eine Playlist. Sowas ist natürlich schon im Längen besser, was jetzt gerade läuft. Das ist sehr gruselig und geht auch nicht so unglaublich lange. Also wir haben auf jeden Fall hier einen Spawner gefunden. Ja, ich kann nicht mal gerade gucken. Aha. Aha. Nichts Interessantes drin.
So, zack, zack. Da wollte ich jetzt mal hier noch kurz die Kohle abbauen. Die ist ganz cool. Ganz Korall ist die. So, einmal da, da, da. Da kriegt man auch genug Erfahrungspunkte für. Da können wir uns dann auch mal so einen Tisch bauen. So einen Erfahrungstisch. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie das geht. Das Rezept also für den Tisch weiß ich jetzt gerade nicht. Das tut mir leid. Aber da braucht man, glaube ich, eh Obsidian für. Welches ich noch nicht habe. Wir haben auch keinen Redstone, sonst könnten wir uns einfach welches mit Redstone machen. Das habe ich ja mal in einem Tutorial gezeigt, in einem anderen Kanal. Also in einem Kanal, der auch verlinkt ist hier auf dem. Hier rechts unter andere Kanäle, wenn ihr auf meinem Kanal seid. Da ist der Stuff-Kanal. Da dürfte das drauf sein. Da erkläre ich, wie man aus Redstone und Lava einen Obsidianspender baut. Yep. Ganz interessante Sache an sich eigentlich. Zumindest recht praktisch, wenn man am Anfang noch nicht so viel Lava hat. So, die letzte Spitzhacke hier schon. Da muss ich mal aufpassen. Da können wir eigentlich jetzt unseren Keller aus diesem Zeug hier machen, ne? Dann brauchen wir nicht mehr diesen komischen Boden. Ich weiß nicht, was daran so schön aussah. Also ich fand, gut, ich habe es jetzt gemacht, weil es halt gewünscht wurde von der gigantischen Community. Aber im Endeffekt, was soll es? Es sieht ein bisschen komisch aus, muss man zugeben. So Baumrinde als Boden hatte ich auch noch nie gemacht in einem Let's Play oder in einem Minecraft, in der Minecraft-Welt vorher. So. Tralalala. Ach, wir haben gar keinen Platz mehr. Ich schmeiß mal die 64 Eisen weg. Nein, natürlich nicht. Ja, können wir die einfach hier lassen, denke ich mal, die Pulver. Obwohl Pulver schon ein bisschen wertvoller ist als manches andere. Aber naja. Was soll it? Aber die Kisten kann ich eigentlich mal mitnehmen. Aber erstmal esse ich ein Brot. Nom, 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 nom. So. Dann tue ich einfach mal. Die Entscheidung fällt mir sehr schwer. Ich lasse einfach den Weizen. Nee. Doch, ich lasse den Weizen hier. Der ist mir jetzt scheißegal. So. Ich wollte nämlich nur die Kisten haben, so. Oder kann ich auch noch irgendwas anderes hier lassen? Ich könnte mir neue Fackeln machen, so. Das wäre eine Idee. Zack. Und dann könnte ich so machen. Zack. Und dann könnte ich auch wieder beides mitnehmen, damit hier keiner zu meckern hat. So. Und dann nehme ich auch noch hier. Haben wir Kies noch irgendwo einen angefangenen Stack? Da. Gut, dann nehme ich den auch noch mit. So. Tralalala. Und, ja, ihr könnt ja jetzt, am besten, schreibt mir mal in Facebook auf die Pinnwand, also auf meine Facebook-Seite oder in Twitter, geht natürlich auch, oder hier in YouTube als Kommentar oder als Kommentar auf meinen Kanal, Moment, ich muss mal gerade überlegen. Wie ist es denn am besten? Genau. Wie ihr das findet, dass ich jetzt wieder Minecraft als anstelle von Sims nehme oder beziehungsweise dass ich jetzt abwechselnd mache, ab und zu mal Sims, ab und zu mal Minecraft, je nachdem, wie, also wenn ich Sims überhaupt ans Laufen kriege, ne? Das ist, steht jetzt mal ganz oben. Wenn ich es ans Laufen kriege, was dann eher gespielt wird von mir. Eher dann, Moment, so. Ich verliere hier gerade den Faden und ich habe mir gerade zu viele Fackeln gemacht. Das war natürlich auch sehr schlau. So. Und, was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte sagen. Toll. Ein Stock jetzt hier. Man glaubt es kaum. Ach, dann lasse ich einfach die Kakaobohnen da. Davon haben wir eh zu viele. Ich wollte sagen,
das, welches Texture-Pack wir benutzen hier in Minecraft, das dürft ihr in die Kommentare schreiben, hier unter diesem Video, so als Kommentar. Und zwar habt ihr da zur Verfügung 32er Texture-Pack oder 16er oder 64er. Größere Auflösung nehme ich nicht, ganz einfach aus dem Grund, weil ich das sonst zu weit auslaste und das dann passieren könnte, dass es wieder langsamer wird. Und außerdem finde ich höhere auch eigentlich oft gar nicht mehr schön. Und warum habe ich die jetzt abgebaut? Wir können die eh nicht mitnehmen, aber jetzt. Eigentlich wollte ich die Samen nicht wegschmeißen, weil wir haben eben viel zu kleinen Garten. Und mit Samen kann man jetzt mit dem Mod sehr viel anfangen. Aber, naja, egal.